Hallo, wir sind hier auf einem wunderschönen Stoss und wir werden euch in diesem Film zeigen, wieso sie, genau sie, auf den Stoss gekommen. Bonjour. Nous, on va vous montrer le stoss et on va vous dire pourquoi vous êtes besoin. Exactement vous, vous êtes besoin. Restez ici avec nous et voir les trop beaux montagnes et les forêts et tout ça. Kleine Frage. Darf ich mit Ihnen das Interview durchführen? Ja, was sprichst du aber Hochdeutsch? Kein Problem, ich kann auch ganz gut reden. Ich habe da ein paar kurze Fragen. Und zwar, wie gefällt es Ihnen hier auf dem Stoss? Ja, ist eigentlich ganz schön, aber ich muss sagen, wir müssen jetzt wieder nach Hause. Wir spielen noch eine Runde Golf, aber es tut sich ein bisschen schwer momentan. Nein, aber ich meine, hier die Natur, das muss man doch genießen. Mehr Zeit auf dem Stoß verbringen, das ist das A und O. Ja, da haben Sie schon recht. Ich meine, es ist schon ziemlich schön, das ganze Gebiet, es gibt viele Attraktionen. Aber wirklich für kleine Kinder ist es manchmal ein bisschen zu viel, glaube ich. Nein, ich glaube im Fall nicht. Ich meine, die Skitouren, die man hier machen kann, das Wandern, alle diese Sightseeing, das man hier machen kann. Schauen Sie Ihnen die Berge an, das ist doch wunderschön. What a beautiful view. I thank you, and that's the perfect moment to ask you, will you be my wife? Really? Yes! Yes! Stoß, genau, so träume ich mir völlig. You know, Elizabeth, when we were younger... Good, yeah, hello! I think we saw you already 10 years ago. Is that right, so? Yes, on this mountain. We were getting married. And proposed too? Yes! What a feat! That's so cool! And now you have a little child, huh? Yeah, that's little Elizabeth. Oh, so cool. And how old is she? She is now 8 years old. Oh, grand congratulations. Have a beautiful day and a beautiful vacation. Bye. Hallo, wir sind hier vor der Bergstation von der steilsten Standseilbahn von der ganzen Welt. Und auch wenn es regnet, sie können uns trotzdem besuchen. Weil es gibt gar kein schlechtes Wetter, es gibt nur eine schlechte Ausrüstung. Und falls sie da sind und ihre Ausrüstung nicht komplett ist, könnt ihr auch in den Stoßshop gehen, das kaufen. Jetzt schauen wir uns zusammen mal den Stoßshop an. Kommen Sie mit! Zum einen haben wir hier unseren Rucksack. Unsere riesige Sonnenbrillenkollektion, auch für die Kleinen natürlich. Und Sonnenhüte, was sie jetzt natürlich nicht brauchen, aber ist immer gut zum Haaren. Grüezi! Grüezi! Gefällt Ihnen hier der Stoß schon? Ja, mega! Mega. Schön! Sie hat ein schönes Outfit, präsentiert sie das mal? Hei. Ich würde das kaufen, wenn ich sie wäre. Ja, ich auch. Super, ade! Und falls Ihnen etwas an der Ausrüstung gefällt, ist das kein Problem. Denn hier im Stoßshop hat es alles. Wenn Sie zum Beispiel biken wollen und kein eigenes Bike haben, dann können Sie auslehnen. Kein Stress. Und sogar Ski hat. Ah, da können wir etwas fragen. Wie sind Sie? Und sind Sie am Skimeter? Ja, mit Kindern schauen. Ah, klar, ja. Das war jetzt aber eine angenehme Fahrt. Wir hoffen, wir sehen euch jetzt hier auf dem Schluss. Wir freuen uns.